Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir am Sinnoh-Turnier teilgenommen. Hier ist auch unsere Medaille dafür. Und ich hatte ja schon im vorletzten Part, glaube ich, angekündigt, dass ich ganz gerne erstmal ein bisschen trainieren möchte, bevor ich weitermache mit den nächsten Herausforderungen, weil Level 70 einfach ein bisschen zu wenig ist. Also 75 ist da eigentlich doch eher angebracht, vor allem im Hürdenmodus. Und da ich offscreen nicht so wirklich viel Lust hatte, befinden wir uns nun in der Schwarzen Stadt. Da will ich mich heute ganz gerne ein kleines bisschen umsehen, auch wenn es hier nicht so mega viel zu entdecken gibt. Und dann würde ich ganz gerne auch schon mal die ersten Ebenen vom Schwarzen Hochhaus machen, einfach um ein bisschen zu trainieren, damit das, was vor uns liegt, einfacher wird. Das komplette Schwarze Hochhaus werde ich nicht machen, die zweite Hälfte mache ich dann erst am Ende des Let's Plays, weil ich dazu noch zu schwach bin und weil ich einfach denke, das ist halt schon was, was man ruhig am Ende machen kann, weil es einfach sehr genial ist. Aber so die ersten paar Ebenen, die jetzt noch nicht so mega schwer sind, die würde ich jetzt ganz gerne schon mal machen. Die Schwarze Stadt. Schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, in Pokémon Weiß 2 gibt es hier natürlich den Weißen Wald mit der Weißen Baumhöhle. Ich mag den Weißen Wald lieber, aber ich mag das Schwarze Hochhaus lieber. Das ist, glaube ich, so Geschmackssache. Wenn ich mal gerade nicht jobbe, verdiene ich mir hier im Schwarzen Hochhaus ein paar Kröten nebenbei. Das sind halt die Vorzüge der Großstadt. Der Weiße Wald ist zwar wunderbar beschaulich, aber davon allein kann ja niemand leben. Der Weiße Wald ist einfach so ein bisschen idyllischer. Deswegen mag ich den irgendwie lieber. Die Schwarze Stadt ist mir irgendwie so, ja, sie ist so groß und düster und ich weiß nicht, ich fühle mich so klein durch die Kameraperspektive. Also es ist mir alles so ein bisschen zu groß und zu schwarz. Aber das Schwarze Hochhaus ist sehr genial, muss ich sagen. Wirklich viel Interessantes gibt es hier eigentlich nicht. Man kann mit den Leuten reden, die haben ein paar interessante Sachen zu sagen, aber das Interessanteste ist eigentlich das Schwarze Hochhaus. Den Weißen Wald werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Allerdings erst, wenn ich komplett fertig bin mit dem Schwarzen Hochhaus. Ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie jetzt schon zeigen und dann später wieder weitermachen hier mit dem Schwarzen Hochhaus, weil ich, wie gesagt, nicht alles in einem Stück machen möchte. Den Weißen Wald zeige ich euch dann ganz am Ende, wenn ich mit der Schwarzen Stadt wirklich komplett fertig bin. Ich vergesse das nicht, ich schiebe es nur ein bisschen nach hinten. Und ja, das Schwarze Hochhaus sieht sehr genial aus, finde ich persönlich. Hi! Das bis in den Himmel emporragende Schwarze Hochhaus. Es wird auch einer als Härtetest genannt. Ein sehr interessantes Gebäude. Okay, da wollen wir doch mal schauen. Seid mir begrüßt. Willkommen im Schwarzen Hochhaus. Einer als Härtetest. Dann sag mir doch bitte, was ich für dich tun kann. Vielleicht gucken wir uns erstmal ein paar Details an. Diese Einrichtung dient den Trainern als Trainingsstätte. Drin findest du Trainer wie dich, Svenja, die sich an den Herausforderungen hier versuchen. Die anderen Trainer fordern dich heraus, wenn sie dich sehen. Ja, kennt man. Besiege die Trainer, die sich dir in den Weg stellen und schaffe jeden Bereich. Um einen Bereich zu schaffen, musst du den jeweiligen Cheftrainer besiegen. Besiegst du ihn, kannst du dich dem nächsten Bereich widmen. Du kannst im Bereich verweilen und dich im Kampf mit anderen Trainern abhärten oder du kannst den Cheftrainer finden und versuchen, den Bereich zu schaffen. Na, möchtest du deine Grenzen ausloten und herausfinden, wie stark du bist? Ach ja, und der Einsatz von Items aus deiner Tasche ist übrigens verboten. Sicher hast du dafür Verständnis. Sei mal begrüßt. Ja, mehr dazu, wenn wir dann drin sind. Wir fangen mit Bereich 1 an, logischerweise. Es gibt insgesamt 10 Ebenen. Und ja, auf jeder Ebene gibt es so und so viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Die haben auch teilweise echt heftige Pokémon. Starten, glaube ich, irgendwie so um die Level 60. Ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir ja gleich feststellen. Und gehen dann irgendwie bis 80, 85 hoch. Ich weiß nicht, ich glaube im Normalfall bis 80. Ich weiß nicht, wie es im Hürdenmodus ist, wie hoch die da sind. Wird man ja feststellen. Auf jeden Fall werden die immer stärker. Deswegen habe ich mir gedacht, die ersten paar Ebenen könnte man jetzt schon machen und die letzten eben erst, wenn wir ein bisschen höher vom Level her sind, ganz am Ende vom Let's Play. Man muss die Trainer nicht bekämpfen auf den jeweiligen Ebenen, so gesehen. Es reicht, den Cheftrainer zu besiegen. Wenn man den besiegt hat, der ist nämlich immer besonders stark, dann kann man in den nächsten Bereich. Es ist so ein bisschen ähnlich wie der Duellberg in Pokémon Kolosseum und XD quasi. Allerdings, den Cheftrainer immer auf Anhieb zu finden, ist ein bisschen schwierig. Und ich möchte ja auch trainieren, dementsprechend werde ich versuchen, auch gegen alle Trainer zu kämpfen. Natürlich, man ist da ein bisschen angeschlagen, man kann sich ja nicht mit Tränken heilen, man hat keine Gegengifte und so weiter, die man benutzen kann. Es ist schon ziemlich heftig, sich da irgendwie durchzukämpfen. Und ich denke, der Rest ist gleich ziemlich selbsterklärend. Aber zum Trainieren ist es echt klasse und man bekommt auch Geld. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schieben jetzt mal ein, vielleicht auch zwei Parts ein, wo ich einfach ein bisschen was vom Schwarzen Hochhaus zeige. Ja, bitte. Okay. Gut, los geht's. Also ich werde mich irgendwann bis ganz oben natürlich durchkämpfen
Ob ich euch alle Ebenen zeige, weiß ich noch nicht. Schwarzes Hochhaus, Bereich 1, erster Stock. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie weit ich komme. Bist du ein neuer Herausforderer? Du siehst aus, als wüsstest du nicht recht, was hier alles läuft, stimmt's? Fein, dann will ich dir Anfänger mal ein paar nützliche Tipps geben. Du weißt sicher, dass du den Cheftrainer eines Bereichs besiegen musst, um in den nächsten Bereich vordringen zu können? Du kannst dich natürlich voll und ganz darauf konzentrieren, den Cheftrainer zu suchen, aber am besten kämpfst du erstmal gegen ein paar andere Trainer. Die kennen sich hier meist nämlich sehr gut aus und können Informationen für dich haben. Ja, die geben mir Tipps, wo der Cheftrainer ist. Das ist ganz praktisch. So. Wie gesagt, ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Ob ich letztendlich das ganze schwarze Hochhaus zeigen werde. Mal gucken. Aber auf jeden Fall die ersten paar Ebenen und die letzten paar Ebenen. Hi. Dem Pimmel beim Kämpfen zusehen sorgt doch immer wieder für Erheiterung. Ja. Also ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Wir kämpfen uns durch die 10 Ebenen durch, gegen ganz viele verschiedene Trainer, bekommen Erfahrungspunkte und auch Geld. 54, na gut, die fangen doch etwas niedriger an. Und letztendlich, ich müsste nur gegen die 10 Cheftrainer kämpfen, um durchzukommen, aber die zu finden, ist manchmal etwas schwierig, so aus dem Stegreif. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall versuchen, zumindest auf den ersten paar Ebenen gegen alle Trainer zu kämpfen, weil ich ja ein bisschen leveln möchte. Auch wenn die hier am Anfang natürlich eher schwach sind, aber wie gesagt, die gehen hoch bis Level 80 oder so. Und die haben später auch sehr, sehr, sehr gemeine Pokémon. Besonders die Cheftrainer und besonders auf der letzten Etage. Und jeder fängt ja mal klein an. Der Cheftrainer setzt einen Fuzzersnob ein. Das ist gut zu wissen. Okay. Gibst doch immer alles, Anfänger? Zieh dir diesen Raum mal genauer an. Fällt dir eine ungewöhnliche Tür auf? Das ist das Tor zum Cheftrainer. Jetzt ist das Tor zu und du kannst den Raum folglich nicht betreten. Zuerst musst du also den Torwächter hier irgendwo in diesem Bereich finden und dir von ihm das Tor öffnen lassen. Allerdings öffnet er das Tor nur für einen Trainer, der sich im Kampf bewiesen hat. Gut. Ach, du bist der Torwächter, das ist natürlich gut. Das habe ich nicht mehr so im Kopf gehabt, aber gut. Also es reicht nicht nur den Cheftrainer zu finden, man muss auch das Tor aufkriegen. Dementsprechend mindestens 2 Kämpfe pro Bereich. Aber auch das sollte nicht das Problem sein. Aber wie gesagt, ich möchte trainieren, deswegen nehme ich so viele Trainer wie möglich mit. Zumindest jetzt noch. Wie es auf den späteren Etagen ist, weiß ich nicht. Da ist man ja teilweise dann doch ziemlich angeschlagen. Und ob ich dann unbedingt gegen jeden Trainer kämpfen möchte, weiß ich nicht. Ich glaube, da werde ich mich des Öfteren auch mal versuchen zu drücken. Prinzipiell würde ich gerne das komplette schwarze Hochhaus zeigen, weil ich es einfach sehr episch finde. Und ja, alle Cheftrainer haben irgendwie schon geniale Pokémon. Und ich finde, die sind es schon wert, gezeigt zu werden. Ich meine, jetzt am Anfang, hier, das ist ein Witz. Klar, aber ich sag mal so, ich mache es lieber jetzt, als wenn ich dann mit Level 80 hier reingehe. Dann ist es jetzt vielleicht noch wenigstens geringfügig spannender. Also mal gucken. Ich werde vielleicht heute und beim nächsten Mal gucken, wie weit ich komme, bis ich ungefähr auf dem Levelniveau angekommen bin, dass ich sage, okay, jetzt sind die schon ziemlich stark. Ja, der Torwächter ist ein Mann, das habe ich schon festgestellt. Und ich denke, dann bin ich auch ein bisschen höher im Level, hoffe ich mal. Mal gucken. Und dann können die nächsten Herausforderungen kommen. Wie gesagt, allein für die Liga-Rematches sollte ich auf jeden Fall 75 haben. Da bietet sich das schwarze Hochhaus einfach perfekt an. Und da sowieso einige von euch gefragt haben, ob ich das Hochhaus nicht komplett zeigen kann, komme ich euch da wohl so ein bisschen entgegen. Und letztendlich, wenn ich wirklich die letzten paar Ebenen auf jeden Fall zeigen möchte, weil die natürlich am spannendsten sind, muss ich ja sowieso das komplette Hochhaus machen. Dann kann ich euch das doch eigentlich zeigen. Also finde ich persönlich. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie Schwarz und Weiß 2 gespielt haben, sich aber nie am schwarzen Hochhaus bzw. der weißen Baumhöhle versucht haben, weil ihnen das einfach irgendwie zu hart klang. Ich muss sagen, ich habe beim ersten Durchspielen auch gesagt, es sei in einem Raum, ja. Also manchmal können diese Tipps ganz hilfreich sein, in dem Fall weiß ich ja sowieso, wer es ist.
Ich habe im ersten Durchspielen auch gedacht, das klingt irgendwie so ein bisschen, ja, Duellberg-mäßig oder Trainerberg-mäßig. Und da habe ich erst gedacht, weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von solchen Kampfherausforderungen. Ich bin auch nicht so der Fan von der Kampfzone. Aber ich finde das Schwarze Hochhaus oder auch den Weißen Wald sehr schön, weil man echt super trainieren kann. Es fängt leicht an und wird immer schwerer. Man bekommt Geld, man bekommt Erfahrungspunkte. Es macht irgendwie einfach Spaß, muss ich sagen. Vor allem die späteren Ebenen. Und dadurch, dass du dich eben nicht heilen kannst oder irgendwelche Status-Heilsachen benutzen kannst, ist es teilweise schon echt schwierig. Und andererseits finde ich es einfach angenehm, weil du nicht vom Level heruntergesetzt wirst. Das heißt, du kannst hier echt mit Level 55 schon reingehen und sagen, hey, ich mache die ersten paar Ebenen. Du kannst aber auch später mit Level 80 reingehen und dich auf die letzten Ebenen stürzen. Und das finde ich echt schön. Nordöstlich von hier. Na gut, hier ist eh eine Sackgasse. So, euch hatte ich. Da ist auch zu. Ah! So trifft man sich wieder. Na, alles fit? Hier darfst du keine Items einsetzen. Sag, sind dein Pokémon-Team und du nicht langsam etwas erschöpft? Dann solltet ihr einen Doktor aufsuchen. Wenn du einen von ihnen ansprichst, wird er deine Pokémon heilen. Naja, davor musst du ihn aber erstmal im Pokémon-Kampf besiegen. Gut, ich gehe dann mal vor, lass mich nicht zu lange warten. Also die erste Ebene ist noch so ein bisschen Tutorial-mäßig, finde ich aber auch ganz gut. Weil das Grundprinzip wird dir zwar erklärt am Anfang, aber Learning by Doing. Hi. Ja, Ärzte gibt's hier drin auch. Also man ist dann doch nicht ganz so aufgeschmissen auf den späteren Ebenen, aber den Arzt muss man auch erstmal finden. So. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es in eurem Sinne, dass ihr so ein bisschen was von dem Schwarzen Hochhaus zu sehen bekommt, aber ich habe echt im Laufe dieses Let's Plays schon nach den ersten paar Parts so viele Kommentare und Nachrichten bekommen, Schwarzes Hochhaus, mach das bitte, zeig es bitte, machst du das, dass ich denke, dass das schon okay so ist. Und sobald ich die ersten paar Ebenen hinter mir gelassen habe und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekomme, kann ich das, glaube ich, auch ganz gut zum Leveln benutzen. Und was ich mir auch vorstellen könnte, dass es einfach spannender ist, das nicht an einem Stück zu sehen. Also es gibt bestimmt genug Leute, ja von mir aus, die es gut finden würden, wenn man das so komplett an einem Stück macht. Also kann ich mich eigentlich mehrfach heilen? Nee, ich kann mich nur einmal bei dir heilen. Gut, da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Nee, es finden vielleicht auch viele Leute gut, das so an einem Stück zu machen, Ebene 1 bis 10. Um es nicht aus dem Kontext rauszureißen, aber ich finde es dann ab einem gewissen Punkt, glaube ich, ja, du hast auf mich gewartet, das ist super. Ab einem gewissen Punkt wird es für mich, glaube ich, einfach langweilig, wenn ich wirklich 10 Ebenen in einem Stück mache. Ich würde auch den Duellberg in Kolosseum und XD beispielsweise nicht an einem Stück machen wollen. Das ist mir einfach dann zu viel. Das ist vielleicht ganz cool und spannend so zum Zusehen oder auch wenn ich alle Turniere beim PvT hintereinander machen würde. Aber nee, ich glaube, da würde mir irgendwann die Laune vergehen. Da finde ich es eigentlich schöner, jetzt so ein paar Ebenen zu machen, dann wieder was anderes und dann die restlichen Ebenen. Ich glaube, das tut mir persönlich ganz gut. Mir und meiner Motivation. Und ich glaube, Motivation ist noch somit das Wichtigste. Zugegeben, die Trainer hier haben noch nicht so viel aus dem Kasten, aber naja. Es wird. Ich habe verloren, du bist echt stark. Dein Können reicht auf jeden Fall aus. Also ich öffne jetzt die Tür für dich. Mit telepathischen Kräften. Jetzt wird's ernst. Der Cheftrainer ist natürlich der stärkste Trainer dieses Bereichs. Du findest ihn westlich von hier. Also schreite durchs Tor und gib alles, was du hast. Problem ist auch, wenn man den Torwächter endlich gefunden hat und man will nicht gegen diese Trainer hier kämpfen, man muss halt wieder zurücklaufen zum Tor. Da muss man sich wieder um alle herumschleichen. Das kann unter Umständen auch in die Hose gehen. Habe ich auch schon erlebt.
Okay, dann wollen wir doch mal. Sieht sehr cool aus. Dann begrüßt im schwarzen Hochhaus Anfänger. Wie ich sehen kann, wurdest du also vom Torwächter für würdig befunden. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Los, lass uns jetzt kämpfen. Ich glaube, uns wurde auch schon gesagt, auf wen wir hier auch treffen. Das ist jetzt schon ein paar Parts her. Als wir damals gegen Lauru gekämpft haben, haben wir doch auch von seinem Enkel erfahren, also von Magno. Und der ist auch hier im schwarzen Hochhaus, genau genommen auf Ebene 10. Das ist dort der Cheftrainer. Ist also der stärkste Trainer, der uns hier begegnen kann. Und vor dem habe ich echt Angst, muss ich sagen. Aber mal gucken, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und sich das schwarze Hochhaus durchkämpfen und irgendwann Magno in den Hintern treten. So, Gladiantri. Ich will mal eben einen Schluck trinken. Zu viel reden macht irgendwie ein bisschen durstig. Aber er hat zumindest schon mal 58. Was ihr mir vielleicht mal sagen könntet, weil ich mir da absolut nicht sicher bin, werden die Trainer hier auch vom Hürdenmodus beeinflusst? Das weiß ich nämlich nicht genau. Oh, okay. Tarnsteine, das bringt ja so unglaublich viel jetzt noch. Also da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe das schwarze Hochhaus einmal komplett gemacht. Das ist aber auch schon ewig her. Und die weiße Baumhöhle habe ich einmal komplett gemacht. Was aber irgendwie gefühlt auch schon eine Ewigkeit her ist. Deswegen weiß ich das absolut nicht. Und ich habe es auch noch nie im Hürdenmodus gemacht. Deswegen keine Ahnung, ob die hier auch beeinflusst sind. Das werde ich dann wahrscheinlich erst sehen, wenn ich oben bin. Egal, wir rocken das trotzdem. Da bin ich aber baff, damit habe ich nicht gerechnet. Dann will ich dir zum Abschied noch ein paar nützliche Tipps geben. Auf dem Weg hierher bist du doch einigen Trainern begegnet, nicht wahr? Ist dir aufgefallen, dass jeder von ihnen über andere Informationen verfügt? Manche wissen, wo der Torwächter ist, andere wiederum sagen dir, wo du einen Doktor finden kannst. Kämpfe also gegen verschiedene Trainer und arbeite so eine Strategie aus. Also dann, ich freue mich schon darauf, von deinen großen Taten zu hören. Okay, das war Etage 1. Und ich habe gehört, wir machen jetzt auch noch Etage 2. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Ich habe einen Zink bekommen. Ja, man muss zwischendurch immer wieder rausgehen. Bereich 2. Ja. Danke. Bin sowas von bereit. Ich glaube, das so alles an einem Stück zu machen ohne Heilung wäre auch ziemlich böse. Schwarzes Hochhaus, Bereich 2, zweiter Stock. Oh, du bist also der Herausforderer, über den alle reden. Alle sind sich einig, dass du ein überaus vielversprechender Trainer bist. Trotzdem bist du noch ein Anfänger und als solchem gebe ich dir einen Tipp. Du kennst doch den Aufzug hier, oder? Würde dir alles über den Kopf wachsen, kannst du auch mit dem Aufzug zur Rezeption zurückkehren und das Handtuch werfen. Du musst dann zwar die hier in diesem Bereich verdiente Siegprämie abgeben, aber ein wirklich guter Trainer weiß auch, wann er aufhören muss. Bis zum bitteren Ende kämpfen ist nämlich auch nicht das Wahre. Ja, wenn mir das alles zu viel werden sollte, wenn ich sage, okay, ich nehme die Erfahrungspunkte mit und gehe jetzt, dann kann ich einfach gehen, was ich ganz praktisch finde. Hi. Mal gucken, was ich denke, wir werden hier beim nächsten Mal auf jeden Fall noch weitermachen. Weil so ein bisschen hat mich jetzt doch der Ehrgeiz gepackt, das komplett zu machen. Ich habe eigentlich immer gedacht, okay, du machst Ebene 1, weil das die Tutorial-Ebene ist. Und dann ganz am Ende noch Ebene 10 als letzte Ebene. Aber so irgendwie hat mich, wie gesagt, der Ehrgeiz gepackt, das jetzt doch komplett zu machen. Könnte ein bisschen dauern. Könnte auch ein paar Überlänge-Parts beinhalten, aber ja. Wie gesagt, die ersten Ebenen sind natürlich nicht so interessant, klar, aber es wird sich ändern.
dass das Ding einfach überlebt hat. Unverschämtheit. Ach, das war's schon. Hast du Hinweise für mich? Der Torwächter ist eine Frau. Okay. Ich bleib mal hier stehen. Ich sag euch was, zwei Monitore am PC zu haben, ist echt praktisch. Ich habe jetzt nämlich gerade mal nachgeguckt, wie das mit den Leveln ausschaut, nebenbei. Und der Hürdenmodus hat offensichtlich schon Einfluss drauf, weil der erste Cheftrainer, den wir gerade hatten, der hat im Normalfall Level 53. Und der hatte ja gerade offensichtlich 58, ne? Also 5 Level mehr. Das heißt, die sind hier alle 5 Level stärker im Hürdenmodus. Hat sich die Frage doch schon erübrigt. Finde ich gut. Doch. 5 Level ist schon einiges und wird dem Hürdenmodus auf jeden Fall gerecht. Heißt, wir haben jetzt 70 um den Dreh. Ja, sollten die recht schnell auf unserem Niveau sein. Ich meine, die halten ja jetzt schon einiges aus. Und, noch so zur Info nebenbei, bei den Cheftrainern, ich weiß nicht, wie es bei den normalen Trainern ist, aber bei den Cheftrainern ist es einfach so, dass die natürlich schon starke Pokémon haben. Und dass alle Pokémon Items tragen. Steht angeblich still, okay. Der untere Bildschirm ist übrigens auch interessant. Wie ich einfach keinen Beutel mehr habe, dafür aber Rückzug. Auch ganz schön. Hi. Ja, die haben auf jeden Fall alle Items. Teilweise Items, wo ich jetzt sage, so wie Flingklaue, Sägesang, okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber später haben die dann auch gerne mal sowas wie Walband, Walschal, Lebenorb. Halt schon gemeine Sachen. Das ist natürlich etwas suboptimal. Gebe ich ja zu. Aber Kathi hat alles im Griff. Okay. Also ich würde diesen Bereich ganz gerne heute noch fertig machen. Dann wird der Part zwar ziemlich lang werden, aber ich glaube, die letzten paar Parts waren auch alle ein bisschen kürzer. So ein bisschen kürzer in Anführungszeichen, so unter 20 Minuten teilweise. Das ist jetzt der Ausgleich dafür. Die schwarzen Hochhausparts dürfen südwestlich von hier. Die dürfen ruhig länger sein. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Du bist doch bestimmt der Torwächter. Respekt, dass du es bis hierher geschafft hast, das spricht für dich. Da du das Ganze hier offensichtlich ernst meinst, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich habe mich verlaufen. Alle meine Pokémon sind K.O. Ich will hier raus. Na, kennst du dich wieder? Dann habe ich die perfekte Lektüre für dich. Aus das 1x1 der Expedition, Ausgabe zu einer als Härtetest. Drücke den X-Knopf. Und die Schaltfläche Rückzug erscheint, wenn du sie drückst, kehrst du zurück zur Rezeption. Niemals! So. Ah, hier ist nur der eine Weg. Du bist zwar nicht der Torwächter, denke ich, aber trotzdem. Ich will trainieren. Was hast denn du Schönes? Kikugi, und wenn ich dann bedenke, was die später für Pokémon haben. Ich erinnere mich an so Sachen wie Zwirfinst, Panferno, interessante legendäre Pokémon. Ja, die haben hier drin später legendäre Pokémon. Also, es fängt so entspannt an und dann, bam, hauen sie dir voll ins Gesicht mit ihren Pokémon. Mal gucken. Vielleicht werde ich das schwarze Hochhaus oder gewisse Ebenen des schwarzen Hochhauses auch einfach offscreen ein paar Mal machen, um noch ein bisschen mehr zu trainieren. Weil wenn die den normalen Modus am Ende 80 haben, haben sie hier 85. Na, mal gucken. Weiß nicht, ob das reicht, wenn ich hier einfach einmal durchgehe.
Ich weiß, dass der still steht, danke. Bestimmt sie, oder? Wobei, hier sind noch mehr Räume. Egal, ich kämpfe mich hier weiter durch. Du hast schon wieder einen Stern, du. Hatten wir doch schon. Gut, dass ich einen Donnerblitz habe. Ich liebe Frostekjes Moveset total. Wenn sie ein bisschen mehr aushalten würde, wäre das echt ideal, weil sie hat zwei Step-Attacken mit Eisstrahlung und Spukball, die ziemlich gut sind. Sie hat Donnerblitz und Psychokinese, das ist so praktisch einfach. Also ich glaube, wenn man ihr ja ein Wahl-Item geben würde, dass sie wirklich immer als erstes angreift, dann würde sie ziemlich viel umnieten. Okay. Du hast keinen Tipp für mich, okay. Ah, du bist doch der Torwächter, okay. Gut, dann hau ich dir jetzt auf die Mütze. Also wenn ich so auf meine Uhrzeit gucke, also auf meine Partdauer, würde ich sagen, momentan sind noch 2 Ebenen pro Part drin. Ich bin ja am Anfang ja auch noch so ein bisschen in der schwarzen Stadt rumgelaufen. Also ich denke, wir könnten im nächsten Part dann auch noch Ebene 3 und 4 schaffen. Danach könnte es ein bisschen kritisch werden mit dem von wegen 2 Ebenen pro Part. Mal gucken. Hundustar. Da habe ich jetzt zwar nicht wirklich was gegen, aber das passt schon. Der Donnerblitz sollte das schon regeln können. Aber es würde eigentlich ganz gut hinkommen, wenn wir jetzt beim nächsten Mal 3 und 4 machen und beim übernächsten Mal 5 und 6. Dann könnte ich vom Level her schon so 72, 73 haben vielleicht. Na, könnte knapp werden. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen zusätzlich trainieren, aber dann könnte ich vom Level her schon ein bisschen besser aussehen. Dann könnte ich stark genug sein für gewisse andere Trainer. Aber ich möchte erstmal gucken, was hier noch so ist, bevor ich weitergehe. Ach so, da ist das Tor. Und was ist hier? Und dann könnte man sogar Ebene 7, 8, 9 und 10 eben später machen. Da habe ich nicht mehr so viel zu tun, weil normalerweise hätte ich ja gesagt, Ebene 1 und dann 2 bis, weiß ich nicht, 8 oder so offscreen und dann den Rest wieder im Let's Play. Aber so spare ich mir natürlich ein bisschen Arbeit. Ist schon praktisch. Ich hoffe, ihr habt auch nichts dagegen, dass ich hier wirklich jeden Trainer mitnehme und nicht schnurstracks zum Ziel laufe. Aber wie gesagt, Erfahrungspunkte schaden nicht. Die beißen nicht im Normalfall. So, dann kann ich mir nochmal heilen, was nicht unbedingt nötig ist, aber zumindest AP auffüllen ist vielleicht ganz nett. Ja, bitte. Man muss sich auch echt genau überlegen, wann man den Doktor wirklich bitten möchte, seine Pokémon zu heilen. Also ich schwamme den wirklich immer bis zum Äußersten auf. Okay, zweiter Cheftrainer. Oder Cheftrainerin. Du hast den Torwächter gefunden und dich danach bis hierher durchgekämpft. Gib jetzt alles, damit deine bisherigen Anstrengungen nicht umsonst waren. Werde ich tun. Zumindest schon mal. Die steigern sich. Definitiv. Reicht trotzdem noch für einen One-Hit. Finde ich gut. Flettiamo. Auch das sollte Kati hinbekommen, hoffe ich mal.
liebe den Eisstrahl. Der holt solche Pokémon gerne mal vom Himmel runter. Und Barschuft. Dafür habe ich einen Donnerblitz. Der Barschuft hält natürlich einiges aus. Ich unterschätze dieses Pokémon auch gerne mal, aber 3 Attacken, 3 Pokémon. Perfekt. Kommt hier echt viel Geld. Glückwunsch, damit bist du jetzt offiziell kein Anfänger mehr. Aber von dir liegt noch ein weiter Weg. Gib auch im nächsten Bereich alles. Werde ich auf jeden Fall tun. Gut, das war Etage Nummer 2. Lief doch auch ziemlich gut. Ich meine, wie gesagt, vom Level her, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Was bekomme ich denn Schönes? Noch ein Zink. Yay! Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Mit Bereich 3 und ich denke 4. Hoffe ich mal. Ja, es wird definitiv nicht einfacher werden, aber ich freue mich drauf. Und es ist, wie gesagt, für mich sehr praktisch zum Trainieren, damit ich bei den nächsten Herausforderungen nicht total auf die Mütze bekomme. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.